Ja, heute ist wieder eine unserer längeren Touren. Ich bin hier in der Nähe von Göttingen im Atelier von Sigrid Nienstedt, wo ich auch zum ersten Mal bin heute und hole Arbeiten ab für die Ausstellung zu meinem 30-jährigen Galeriejubiläum im Mai. Also was mich total interessieren würde, ist, wie du bei Bildern anfängst. Also hast du vorher schon eine Vorstellung so ungefähr vom Endergebnis oder weißt du, was für ein Thema du abarbeiten willst? Also bei Tieren wahrscheinlich ja, ne? Bei den Landschaften vielleicht weniger. Also wie geht's los mit einem Bild? Ja, tatsächlich sind die Landschaften eher planerisch. Also da habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung. Das Bild existiert im Kopf. Und bei den Tieren ist es eher, dass ich mich ganz aufs Tier einlasse. Also ich möchte gern einen Wolf malen oder ich möchte gern einen Bär malen oder einen Hirsch. Und schaue dann eigentlich auch, wie ich dem Tier gerecht werde. Und was ich machen kann, damit es trotzdem eine Bildwirklichkeit hat. Also dass das Tierbild nicht nur über das Tier erzählt. Das Tier soll ganz präsent sein und soll eine Persönlichkeit darstellen, wie so ein Prototyp eigentlich auch. Aber es soll noch was anderes dazu kommen. Und das entsteht eigentlich erst, wenn das Tier fertig ist. Das entscheide ich dann erst. Das heißt, dann weißt du, ob noch eine Stadt im Hintergrund vielleicht ist oder ein bisschen Landschaft oder ob es nur Himmel oder Licht ist hinterm Tier. Genau, das lasse ich mir ganz lange offen und gehe auch so ein bisschen in Dialog mit dem Tier. Das Tier soll so aussehen, wie es aussieht, aber nicht in der natürlichen Umgebung. Das fände ich dann wieder ein bisschen zu naheliegend. Und deswegen verpflanze ich die Tiere immer entweder in einen sehr klassischen Raum, angeschnitten wie ein klassisches Porträt, oder aber in eine Nachtszenerie oder letzter Zeit sogar in Stadtszenerien, wo man im Hintergrund dann Laternen oder Häuser erkennen kann. Es geht mir nicht so sehr darum, ein bestimmtes Tier zu malen, sondern das Tier als Wesen, auch ein bisschen als Stellvertreter natürlich für uns, weil wir funktionieren, denke ich, so, dass wir unser Menschsein oder unsere Ideen, unsere Gefühle immer projizieren auf die Landschaft und natürlich auch auf die Tiere. Und deswegen ist es für mich auch interessant, mit dieser Projektion zu spielen. Was für ein Image hat ein Tier? Ein Wolf hat ein völlig anderes Image als ein Reh oder ein Hase, und weil wir das da reinsehen. Was passiert bei dir bei einem Bild als erstes? Also fängst du mit einer weißen Leinwand an, zeichnest du was drauf? Kommt erst der Himmel oder kommt irgendwie erst die Landschaft oder Aufteilung, Horizont oder so? Ja, ich fange an mit einer gewissen Grundstimmung, die das Bild haben soll. Wie man hier sieht, bei dem Eisbär habe ich das alles in so ein Polarblau getaucht, obwohl es wahrscheinlich natürlich kein Polar wird, aber einfach um mich einzustimmen auf das Tier, was entstehen soll, dann mache ich eine Vorzeichnung mit Kohle, die eigentlich auch sehr grob ist, wo ich aber schaue, wie platziere ich das Tier. Das ist auch Freihand. Ich projiziere nicht oder mache noch nicht mal das Raster, weil ich einfach denke, mit der Zeichnung kann ich mich schon mal annähern. Dann würde ich direkt mit Ölfarbe anfangen und malen und auch mit sehr großen Pinseln. Also es ist ich gehe vom Groben ins Feine langsam. Und dann gibt es noch einen Schritt, wo ich große Schwünge, gestische Schwünge mit einer Untermalung mache, um auch für mich nochmal es ist einerseits etwas, wie so Störungen im Bild habe, aber auch für mich noch mal ganz klar, es ist Malerei. Und also gerade bei den Tieren finde ich das, also bei den Landschaften ist es auch oft mit den gewaltigen Himmeln, aber auch bei den Tieren finde ich eben, dass du extrem mutig auf den Kitsch zugehst, finde ich. Ne? Also man merkt so, sie steuert irgendwie auf den Kitsch zu, beziehungsweise spielt so ein bisschen damit, schafft es aber wirklich genau zu wissen, wo die Grenze ist.
es ist für mich da wichtig und sehr, sehr auch mein Anliegen, da meinen Platz zu finden. Also zu sagen, ja, das sieht man, dass das ein Bild von mir ist. Und da gibt es natürlich das Thema Farbe, wo ich die Farben auch stark überziehe, um die Landschaft nicht so konventionell erscheinen zu lassen. Ich finde, deine Bilder strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Also es ruht so alles sehr in sich. Gehst du auch viel raus und beobachtest Licht draußen? Also da sind ja auch Dämmerungen, Nachtstimmungen, Morgenstimmungen, sowas. Also guckst du da auch viel hin in weite Flächen, um das so aufzunehmen? Ja, ich finde den Landschaftsraum schon natürlich als Bühne auch total toll. Meine Landschaftsbilder sind eher so wie ätherisch. Und was ich male, ist eigentlich die Luft. Die Luft zwischen dem Betrachter und dem, was man sieht. Ich reduziere sehr viel. Und in diesem Reduzieren schaffe ich so meine persönliche Ordnung und versuche, alles, was nicht unbedingt auftauchen soll, auch wegzulassen. Und das finde ich dieses wahnsinnig Spannende. Also wenn ich so ein Bild betrachte von Weitem und merke, was für ein Film da bei mir ist, oder ich sehe eine riesige Stadt irgendwie vor mir liegen, und wenn ich nah dran gehe, merke ich, also eigentlich sind es nur ein paar kleine weiße Flecken. Diese Gratwanderung zwischen Abstraktion und wirklicher Darstellung, die ist mir wichtig. Es ist ein schmaler Grat. Ich finde diese Möglichkeit, wie ein Destillat herzustellen, dieses ätherische, flüchtige, leichte, schön. Man stolpert über nichts Unbekanntes. Ich verwende ja alles Dinge, die man schon mal gesehen hat. Ein Hafen, Berge, Wasser, ein Schiff. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass du liebst das Quadrat. Das Quadrat ist wie ein sehr starker Ausschnitt, ein Ausschnitt aus einer Landschaft. Es hat trotzdem sehr viel mit dieser ganz natürlichen Urform des Kreises. Es hat ja wie es einfach, die Kreisform ist in dem Quadrat drin. Und deswegen wirkt es trotz aller konzeptionellen Entscheidung auch sehr natürlich für mich. Bei deinen Tieren fällt auf, dass die immer im Anschnitt irgendwie sind. Also nie ist ein ganzes Tier auf dem Bild. Die Anschnitte sind ein bisschen auch entlehnt von der klassischen Porträtmalerei. So würde man einen Menschen darstellen. Klassisch angeschnitten, Halbprofil oder Dreiviertelprofil und fokussiert auf die Augen. Und so male ich die Tiere, weil ich ihnen auch maximale Persönlichkeit geben will, maximale Aufmerksamkeit und maximale Präsenz. Ja, also für mich ist es schön, dass sich jetzt so alles bestätigt. Ne? Also ich finde es immer, also wenn ich Kunden habe, die mich fragen, wie suchst du Künstler aus oder wie lernst du die kennen und wie ist das, wo ich immer sage, ich möchte auch gerne das Atelier sehen, ich will natürlich den Menschen mit seinen Bildern sehen, ich will wissen, dass das authentisch ist und so. Und das passt, also heute ist wieder so alles, es ist so ein Guss, ne? Finde ich sehr spannend. Ja, das ist natürlich ein schönes, wunderschönes Kompliment, wenn die Bilder so viel von einem erzählen oder auch schon eine Vertrautheit liefern, dass so viel von einem drin ist, dass der Schritt, dass man sich dann persönlich kennenlernt, einfach ein kleiner Schritt ist, dass man sich eigentlich wie schon kennt.